Weil die halt ein kleineres Stack Size haben als normales Stack. Ja, okay. Identify haben wir nichts. Nö, dann Exit. Ich will raus, ich will aufstufen. Und jetzt haben wir sogar genug für die Spells. Dann haben wir null. Null Puffer für Notfälle. Ah, und keine SP. Aber das kommt mit der Zeit. So advanced. Girgon, zu wenig HP. Tyrek, schön viel HP. Mürren ist gut. Jallen ist okay. Talana ist okay. Spell Acquiring Jallen. Yep. So, 740 sind über. Yay. Und wer waren jetzt die Ältesten, mit denen wir sprechen sollten wegen der Tombs? Bank, Adventurous Guild. Nur ganz kurz. Was haben wir hier draußen? Empty Hut, Faskas Fortress, Ancient Crypt. Das könnte es sein. Name the script to enter it. The tombs. Wrong. Okay. So viel. A stone man dwells here. Philippi. Temple of Narn. Wise sage lives here, charging gold for wisdom of the ancients. Ja. Er will es dann sein, weil in dem anderen Hinweis... da. Ask the wise one of the tombs. Und das da unten scheint ein wise one zu sein. Genau, a wise sage. Problem ist nur, der scheint goldgierig zu sein. Wir haben kein Gold, also da jetzt runter zu tingeln wäre vermutlich... Zeitverschwendung. 10.000 Gold oder was wollte er haben pro Frage? Also vorsichtig wieder rein. Gut vorbereiten mit diesem Spellsong hier, damit wir alles instant töten können. Zweite Etage, ja oder nein? Wir können auch mal wieder hier die vier Spawns machen. Geht mal auf den Death Reaper und die Spells auf die anderen. Wobei der eine müsste reichen. Du machst Starfly auf die. Alles tot. Können wir vielleicht inzwischen mit Gwendolyn besser entschärfen, damit wir uns die Trap-Saps sparen und die SP? Ach, jetzt habe ich nicht geguckt, was das drin war. Chance, dass wir 2000 Goldmünzen oder so ausgeben müssen für Entgiftung. Warte. Cure Poison. Okay, nee, also Giftsachen könnten wir jetzt sogar selber machen. Aber wenn es in die Hose geht, können wir einfach selber entgiften. Warlocks und. Ja, genau euch will ich nämlich nicht. Und die sind auch noch weit weg. Defend, defend.
Ja, es ist nämlich zu weit weg. Defend, defend. Das heißt, nur du kannst das hier machen. Die advancen. Fight, attack, 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 attack. Umso besser. Darts. Disarm. Darts. Aha! Haben jetzt ganze 3 SP gespart, oder wie teuer ist der? Ja, vielleicht sollte ich da doch nicht so sehr knausern. Spart ja doch ein wenig Zeit. Und bei den Castern verschwende ich gerne die SP, auch wenn es nur 2 sind, weil die können halt böse Debuffs machen, die dann teuer werden. So, das waren die festen Spawns hier. Schwarzer Priester, 2 Baba. Ja, komm. So, Yallen hat nur noch. Na, Yallen hat 45, das ist okay. Talana und Myrum sind fast leer. Das ist schön. Alles in einem Trupp. Dann macht man nicht Myrum, sondern Yallen, die hat mehr. Du, da, den, tot, fertig. Gold. Es geht. Geht irgendwann doch runter. Na, wenn du das sagst, Spiel. Das macht die Teufelshunde. Auch nur 1000. Dafür aber schon mit Drill-Equipment. Das kriegen, kriegen wir oben, glaube ich, nicht. 32 Screamer. Das klingt lecker. Fight. Attack niemanden. Defend, defend, defend. So, du machst jetzt unbedingt nochmal Stacken, Spellsong mit Spellsong. Einmal außerhalb des Kampfes, am Ende des Kampfes. Probier. Mürrum, Warstrike auf die 32 Screamer. Du, Warstrike auf die 32 Screamer. Du, Dragon Breath auf die 32 Screamer. Nur für den Fall, dass da irgendwas durchkommt. Weil bei so vielen können halt auch eine Handvoll überleben und die können dann echt Schaden anrichten. Nur sie sterben alle beim ersten Spell. Einer hat überlebt, okay. Zwei, drei, vier. Das waren die 4. Ja, die casten auch zurück, aber machen nur Schaden. Schaden ist okay. Debuffs wollen wir nicht. Also Journeyman Conjurer als nächstes. So, Fight, Attack. Bagger, 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 Bagger. Journeyman Conjurer. Journeyman Conjurer. Oh, du hast keine SP mehr. Ah, Defend. Durch mit Carsten.
sind tot. Fight, Attack, Bagger, 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 Bagger. War Strike auf Guards. Wir müssen gleich raus. Wir haben gar nichts mehr. Aber das könnte jetzt bestimmt 10.000 Gold geben. Okay, aber trotzdem 5.200 ist okay. Und eine Mithril Maze klingt auch sehr angenehm. Hier was für mehr, ne? Ja. Raus, ja. Im Dunkeln weiterlaufen. Nein. Hier durch, da durch, da skippen. Hat das ja geklappt. Geh weg. Und raus. Okay, geschafft. Schön. Wir müssen trinken. Wir müssen heilen. So, Heilung ist durch. Trinken. Ist auch durch. Uns von einer Katze anstarren lassen. Ist auch durch. Stufenaufstiege. Ah, 5 HP ist. Beides nicht so pralle. Aber wir haben jetzt alles gemacht, was gemacht werden muss. Und wir haben 9.500 Gold über. Das ist schon mal sehr schön zu wissen. Und ich bin neugierig, was es mit dem Ding auf sich hat. Und wie teuer der Wise Man jetzt wirklich war und alles. Ganz im Südwesten ist er. Ein Forest Giant. Wird mitgenommen. Das hier ist der Wise Man, richtig? Nächste Temple of Namen. Wofür ist der Temple of Namen? Approach the altar. Nothing happens. Okay. Ist für später irgendwas. Genau, falsche Richtung. Da ist er. Talk to the Sage. What will you ask about him? The Tombs. 2500 Gold, das ist okay. Hidden beneath the city of Ephesus, the tombs have been closed for centuries. Seek the entrance at the Temple of Darkness. Temple of Darkness in Ephesus. Continue. Okay. Ephesus. Da oben. Ja, aber ja, das wird sehr, sehr, sehr schwer sein. Wo bin ich da, wenn ich? Ja, also sie werden jetzt alle sterben. Damit werden sie sich abfinden müssen. Die Goldgier treibt sie voran. Temple of Darkness. Oh, apropos Goldgear. Deposit some gold. 7.000. Wenn jetzt was schief geht, wenigstens die nicht ganz pleite wieder rauskommen. One God, Temple of Rock, I am.
meinten wir es in der Mitte der Stadt, ne? Ganz schön gruselig aufgebaut hier. Her? In einem der paar losen Felder hier oder da sein. Warte, da gehen wir nochmal zurück. Ja, hau dich kurz rum. Kurz um. Nö, hier ist nichts Besonderes. Das ist One Guard. Da ist ein Feld unaufgedeckt und da ganz hinten ist ein Feld unaufgedeckt. Und da ist keiner. Muss ich jetzt. Jedes Haus aufdecken, weil das andere Ding war ja auch nicht. Wie kannst du mitnehmen? Der andere Story Dungeon im ersten Dorf, Stadt, wie auch immer, wurde ja auch nicht so direkt angezeigt. Da musste wirklich reingehen. Heißt, wir schauen uns jetzt mittig in der Stadt jedes einzelne Gebäude an. Ja, nehmen wir das an. You stand within the Temple of Darkness. A passage leads down to what probably are some very ancient tomb. You can take the passage. Okay, ich will jetzt nur gegen irgendwas Leichtes kämpfen, ganz viel Gold in der Hand bekommen und gleich wieder raus. Headbanger, 6 Ghouls, 1 Doppelgänger. Okay, probier's. Hide. Bartsong. Mach mal. Besseren Schutz, ja. So, du. Warstrike, Headbanger. Du. Warstrike, Headbanger. Du. Dragon Breath of Ghoule. Weißig Schaden haben wir uns. Okay. Tack, 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 tack. Aqua. Warstrike. Doppelgänger. Warstrike Ghoule. Dragon Breath drauf. Ist SP-Verschwendung, aber die dürfen nicht nochmal zuhören, sonst ist einer von uns tot. Und guck. 1400 noch. Also es ist sehr schmerzhaft. Und es bringt dafür kaum mehr Gold. Okay, das war jetzt auch vielleicht nicht eine ideale Truppe. Wenn wir jetzt eine größere Truppe gefunden hätten, dann nehmen wir alles mit. Ich würde ganz gerne vor noch an einen Tempel. Hier die entire Party. Ja. Also bisher 1000 Gold plus. Ja, das. Genau solche Truppen bringen normalerweise nicht ganz so viel. Es muss immer viel von irgendetwas sein, dann skaliert das irgendwie hoch. Dann probier doch mal einen Warstrike auf die Ghasts und einen Warstrike auf die Ghasts und einen Dragon Breath auf die. Nein. Dragon Breath kommt da hinten, glaube ich, nämlich an. Warstrike auf Ghast. Warstrike auf Ghast.
Starflare, auch wenn er nicht Max Schaden macht. Okay, mehr ist mal lieber. Fight, Attack, Gust, Attack, Gust, Attack, Dustman, Attack, Dustman. Noch ein Item. Attack, 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 Attack. Points of Damage und sie ist durchgeknallt. Fight. Oh, Problem, sie ist durchgeknallt. Das heißt, wir müssen sie jetzt umhauen, richtig? Bard Song, hast du irgendwas, was sie wieder entnatten könnte? Talana probieren nochmal. Naja, hat nicht geklappt. Und ja, Gwynne muss umgehauen werden. Fight, Attack. Was? Ich kann angreifen? Die ist jetzt nah dran? Wie ist das denn passiert? Hoffen wir, dass wenn das Vieh. Wow. Wenn das Vieh tot ist. Ja, das sind auch Gwynne nicht mehr. Also man muss durchgeknallte Leute jetzt doch nicht mehr töten. Das ist praktisch. 406. Oh, und Frostdrums. Das macht den Unterschied. Yes. Frostdrums werden nämlich erstmal für hoffentlich angenehmere Lieder sorgen. Min Damage 32, Max Damage 128. Ja, und ich. Es ist dumpfer und klingt ein bisschen angenehmer. Und wir haben damit eventuell auch einen Effekt. Ne, können wir nicht benutzen. Das wäre so ähnlich wie das Feuerhorn damals. Das war ja doch ganz nett, um so ein paar Gegner umbringen zu können, die man normalerweise nicht geschafft hätte. Na gut, dann als nächstes die Debuffs versuchen wegzubekommen, was viel zu teuer sein wird, und wir müssen uns noch was einfallen lassen.